Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer in 21 zu 9 und viel habt ihr verpasst. Vor allem vor zwei Episoden oder ja, sogar drei Episoden, wenn ihr so wollt, haben wir endlich mal eine etwas neue Art von Storytelling in Genshin Impact erlebt. Und zwar geht es nämlich darum, um diese hier. In Sumeru gibt es ja diesen riesengroßen ja, Metallmaschinen, Ruinenwächter, wie auch immer, aus der Zeit von Kanihira, hatten im Untergrund eine Höhle, wo man hier reingehen muss, hier rumlaufen und hier ankommen konnte, hatten wir einen Akademiker gefunden, der das erforschen wollte. Allerdings kamen wir durch so eine Tür nicht rein und mussten unter anderem erstmal einen hier ortsansässigen Antiquitätenhändler treffen, der uns helfen konnte. Konnten aus seiner Kindheit, aus der Vergangenheit, aus seiner Kindheit sozusagen eine Geheimbasis finden und öffnen. Haben ein paar Informationen bekommen. Darunter ist auch der Älteste, der hier in Vimara lebt. Auch scheinbar mit dem befreundet gewesen. Die haben damals viel zusammen gemacht und so weiter. Also die kennen sich auch auf jeden Fall. Und nachdem wir ein paar Rätsel gelöst haben, bla bla bla, zwei Schlüsselteile gefunden hatten, die wir dann zum einen Schlüssel zusammensetzen konnten, konnten wir dann diesen Riesenruinen, Rieseneisenruinen-Ding da halt betreten. Keine Ahnung, wie jetzt der Name war. Die haben mehrere Namen dafür benutzt. Und ja, mussten dort ein paar Rätsel lösen. Es war ein bisschen düster. So ein bisschen wie, falls ihr Pokémon Diamant oder Perle gespielt hatte, diese, als man in den Team Galactic Hauptgebäude drinne war, wo halt die Pokémon aus den Seen waren. Diese richtig düstere, bisschen erdrückende Atmosphäre aus alten Zeiten mit den Schriftzeichen von Kanihira und all diese Sachen. Dann konnten wir in diese Steuerungskammer, haben Knöpfchen gedrückt, der hat seinen Arm bewegt und hatte dann hier eine Höhle freigesetzt. Als wir in diese Höhle hinabgestiegen sind, haben wir so einen Kern gefunden, den wir halt siegen mussten, aber auch noch ein paar alte Bekannte, wo ich nicht zu viel spoilern möchte. Und allgemein empfehle ich euch ab 603 kam ja Version 3.0 raus, das heißt die ganze Region hier. Und ab 605 natürlich halt auch die Arkenaufträge gemacht, wo wir vier Kapitel durch hatten ungefähr. Fünften hatten wir angefangen mit den Arana in Vanarana, damit wir Rana, die aus Vimara stammt, helfen können. Haben nach 7 Folgen circa dann eine Pause gemacht, denn die hatten leider 3 oder 4 Eventmissionen parallel noch hinzugefügt. Und ja, unter anderem Ullmanns Seli, das Tablettenseminar, Face Versuchslabor, haben wir alles gemacht. Und wenn ihr das alles sehen wollt, oben rechts auf das E-Symbol klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Plays von Genshin Impact. Denn gerade bei den Arkenaufträgen gab es immer ein Detail, was sich immer irgendwie fast wie so ein roter Faden sich durchschleicht. Und da wir gerade sehr viel mit den Aranaras zu tun haben und nur Kinder sie sehen können, oder naja, wir, ist das halt wichtig, den ganzen Kontext zu verstehen. Gut, jetzt sind wir dabei, noch die Aranaras weiter zu helfen, haben jetzt bereits ein paar Aufträge gemacht, nachdem wir hier in Abhanwald ein bisschen gereinigt hatten, das Dorf besucht hatten. Also alles nur, um Rana zu retten im Endeffekt, damit wir das Fest feiern können bald. Denn in diesem Fest kann man das sogenannte Bia bekommen. Ah, das ist die falsche Taste. Das ist, wo kann ich das sehen? Genau, Bia, damit wir das Uzawa-Fest, ja, also wir müssen das Uzawa-Fest machen, damit wir das Bia bekommen, um Rana zu helfen. So, ich weiß, es ist eine etwas umfangreiche Zusammenfassung, aber es ist halt so unglaublich viel passiert in den letzten 50 Folgen. Ich glaube, das solltet ihr auf jeden Fall wissen, damit ihr auch auf jeden Fall einen Grund habt, das mal zu gucken. Jetzt nehme ich mal, welchen Teleport? Hier müsste ich klettern, wobei hier ist ein Gang. Ah, wenn ich... die Teleporter sind alle so ungünstig. Ne? Vielleicht komme ich auch hier durch. Und ja, viel Spaß. So, ach, hier gibt es wieder so Fotosession. Gekling. Ach ja, weil sich das ja geändert hatte. Ihr seht ja, der Arm ist hier, ist auch hohl und da war ja auch die Höhle und so weiter, wie ich einleitend gesagt hatte. Aber gut, das ist jetzt nicht das Ziel. Wir wollen jetzt hier hoch. Genau, hier haben wir auch die zwei Schlüsselfragmente gefunden. Ah, das scheint aber eher oberirdisch zu sein. Hier noch ein paar Sachen immer sammeln, weil ich nicht weiß, wovon wir was brauchen. Ah, Yuki wäre nice, weil dann könnte man das Ding aktivieren, die dann unsere Spider-Man-Fähigkeiten aktivieren lassen können. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Ausdauer, zack. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wahrscheinlich werden wir von der anderen Seite reingekommen. Auch hier gibt es noch mehr solche Schriftzeichen. Ah. Ach, da ist es doch. Schnarrisch. Es ist ein Aranara. Könnte es sich um Arapachis Bruder handeln?
Da ist ein Seli. Ah, ich mag diese Maschine nicht. Wieso sind hier diese Spuren? Ah, okay. Ich glaube, ich hätte die Dungeon von der anderen Seite besuchen sollen. Also hier rein, weil hier ist diese diesen Dampf. Das sind sozusagen die Hinweise, wo die sich befinden. Und ja, wir sind von der anderen Seite gekommen. Hier wieder so ein Sonderzeichen. Ach, die leuchtet. Hey, Moment mal. Oh. Na, das willst du sich nicht aktivieren? Zack. Ah, ich bin zu weit weg. Ich glaube, dafür brauche ich Ember für am besten. Naja, gut. Aber ihr habt gesehen, die Dinger fangen an zu leuchten, wenn wir von der anderen Seite hingegangen sind. Darauf habe ich doch nicht geachtet. Das ist schlecht. Naja, gut. Wir wollen aber jetzt erstmal die Mission mit den Aranas weiterführen. Hallo, du. Schnarch. Hey, hallo. Gute Frucht. Schnarch. Ach, der schläft wie ein Stein. Arapachi hat erwähnt, dass man ihn mit Dendrokraft wieder zu Bewusstsein bringen könne. Yuki, Paimon, überlass das dir. Okay. So, dann können wir das Ding hier nehmen. Brauche ich ja nicht unbedingt meinen Charakter zu wechseln für. Ja, ein bisschen drin, damit wir auch was zum Sehen haben. So. Oh, du bist es. Lange nicht mehr gesehen. Ach, herrje, wo bin ich? Ist das eine Höhle? Ach, ich fühle mich ein wenig benommen. Wer bist du? Wieso schläfst du hier? Wer ich bin? Mir ist so schwindelig. Lass mich mal überlegen. Mein Name lautet... Ach, ich heiße Arafala. Es ist mir wieder eingefallen. Du bist also Arafala. Wir haben uns gewundert, wo du hin bist. Und jetzt stellt sich heraus, dass du hier in dieser Höhle geschlafen hast. Arafala, ihr kennt meinen Namen? Ah, seid ihr etwa Nara? Und schon ist er hellwach. Sieht ganz so aus. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Bitte macht keinen Brei mit mir. Hä? Warum sollten die jemand Brei mit dir machen wollen? Meine Schwester hat gesagt, wenn ich so weiterdöse, fangen mich die bösen Nara und benutzen mich als Zutat für ihren Brei. Versprochen. Boah, wie fies. Echt? Echt? Echt, echt? Ja, Ehrenwort. Paimons Name ist Paimon und dieser große Nara hier heißt Yuki. Den Namen sage ich extra falsch aus. Arapachi hat uns gebeten, nach dir zu suchen. Arapachi? Geht es dir gut? Wie lange war ich hier? Wie lange du schon hier warst? Also... Lass Paimon mal nachdenken. Vor vielen, vielen Monden sind die Setzlinge aus der Erde geschossen und zu großen Bäumen herangewachsen. Wie viele Arapachis übereinander gestapelt entspricht ihre heutige Höhe? Paimon hat gerade einen von den Aranaras zitiert und ja, da bin ich mal gespannt. Ach, ist wirklich schon so viel Zeit vergangen? Ach, herrje. Wie dem auch sei, die Sache verhält sich so, das Uzawa-Fest wird bald beginnen. Ah, das Uzawa-Fest steht also bevor. Genau, und daher möchte Arapachi, dass du nach Wanarana zurückkehrst. Herrje, aber ich habe meine Kochausbildung doch noch nicht abgeschlossen. Du warst doch am Schlafen. Paimon hat gedacht... Schlafen? Och, ich habe nur über die Vergangenheit nachgedacht. Es war nicht so schlimm. Für Aranara scheint das Schlafen ja eine sehr ernste Angelegenheit zu sein. Wie soll ich das am besten erklären? Also, wenn wir in Lebensgefahr geraten, dann fallen wir in eine Art von Schlaf. Und dabei drücken wir unsere Erinnerungen und Träume zu einem Samen zusammen. Sobald die Gefahr vorbei ist, wird der Samen, wenn es das Schicksal so will, in den Wald zurückfinden, um dann wieder zu einem Aranara heranzuwachsen. Ziemlich haarig, ziemlich praktisch. Paimon, kannst du auch zu einem Samen werden? Bist du mit Paimon etwa unzufrieden? Das war die Reaktion, die ich erwartet hatte. Aber ich weiß, dass Nara schlafen müssen. Denn ich hatte früher einmal eine Nara-Freundin, so golden wie du. Einmal ist er mir... mit mir hierher gekommen, um unvergessliche frische Früchte zu sammeln. Seither komme ich immer hierher, um Früchte zu sammeln. Wenn er zurückkehrt oder ich einen neuen Nara-Freund finde, dann können wir die Früchte zusammen essen. Diesmal habe ich richtig viele dieser unvergleichlichen frischen Früchte gesammelt. Nanu? Warum sind sie denn nur noch so wenige davon übrig? Ach, das sind die Früchte, die wir eben gesehen hatten im Weg. Du warst es also, der die ganzen Dämmerfrüchte fallen gelassen hat, die wir auf dem Weg gesehen haben.
Habe ich wirklich so viele fallen gelassen? Ach, das macht nichts. Die frischesten und leckersten Früchte habe ich bei mir behalten. Doch warum habe ich nur so viele Früchte fallen gelassen? Ich weiß noch, dass ich mit einigen meiner Brüder zur Kochausbildung gegangen bin. Aber sie alle wussten nicht, dass dass frische Früchte in Wirklichkeit die besten Zutaten sind. Aber als ich die Früchte aufgesammelt habe. Richtig, als ich die Früchte aufgesammelt habe, ist plötzlich ein riesiger Monster erschienen. Das Riesenmonster war so groß wie 5 Arafalas und hatte einen langen Schwanz. Der Boden erbebte bei seinen Schritten und er hatte eine Aura, die der von Marana ähnelte. Es war so kräftig, dass selbst Arama und Arabalika einige Mühe damit gehabt hatten, es in Stücke zu reißen. Was? Sind die zwei wirklich so stark? Ja, ich habe ganz und gar nicht. Ja, warte, hä? Ja, ich habe ganz und gar nicht. Hä? Ich checkte manchmal die Sätze irgendwie nicht. Und es ist schon schwierig vorzulesen mit den ganzen Ara-Namen und so. Also, holy sheesh. Daher blieb mir nur, mich hier zu verstecken. Und ich habe dann an Dingen in der Vergangenheit gedacht, während ich gewartet habe, dass das Monster verschwindet. Als ich dann wieder aufgewacht bin, habt ihr beide vor mir gestanden. Wo sich ein so fürchterliches Riesenmonster da draußen herumtreibt, will ich lieber nicht rausgehen. Tut mir leid, Schwester. Aber das geht doch nicht. Das Uzawa-Fest wird bald beginnen. Du musst einfach zurückkehren. Das Uzawa-Fest mag zwar ohne Sorge sein, doch wenn ich aus der Höhle rausgehe, muss ich mir um mein Leben Sorgen machen. Das Uzawa-Fest sollte doch niemanden Sorgen einbringen. Nara, Varuna, schon am Pennen wieder. Ach, dieser Aranara. Yuki, was sollen wir tun? Wir müssen uns um das Riesenmonster kümmern. Egal, wie schrecklich es ist, es wird wohl kaum schrecklicher als Sturmschrecken sein. Wenn Aranara Sturmschrecken zu Gesicht bekäme, wie würden sie die Kreatur dann wohl beschreiben? So groß wie 1 Million Arafalas. Es dauert von Mondaufgang bis Monduntergang, um vom Schwanz bis zum Kopf zu laufen. In jedem Fall müssen wir das Monster da draußen unschädlich machen. Ach ja, okay, dann machen wir das. Noelle habe ich im Team, weil mit Noelle komme ich ein bisschen besser zurecht in diese Konstellation. Die Sachen können wir sammeln. Da ist eine Truhe hinten, aber das interessiert mich jetzt nicht. Und genau, es muss sich darum handeln, was? Oh, ich wollte erst mal lesen. Was bist du denn für einer? Zack, zack, zack. Tak, 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 tak. Ach, schon. Der hält wieder viel aus. Wir sind noch zu schwach, weil ich versuche in jeder Episode oder in jede zweite Episode so ein bisschen am Ende der Folge ein bisschen noch zu farmen. Bei euch ist auf 90, Waffe ist auf 90, nur Artefakten sind noch nicht gut. Bei Kuchin ist es ähnlich. Bei Kuchin haben wir das Problem, sie ist noch nicht auf Level 90. Hier fehlt noch ein einziges Material für Ding. Da müssen wir aber trotzdem die Elektro-Kristase noch zwei oder dreimal besiegen für. Ich glaube, zwei würden reichen. Und die Artefakte von ihr sind auch noch nicht ganz ideal. Bam! Da haben wir erstmal 43.000 gegeben. Zack, 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 zack. Das ist ein Wechsel. Superleiter dauerhaft auszulösen ist natürlich perfekt. So, Schutzschild. Keine 400% extra Schaden, leider. So, zack, zack. 4.255. Kutschen wird echt besser. Ach. Warum machen wir das hier? Und solange der vereist wird von Krieger, kann ich mit der Ulti von Kuchin schön viele Superleiter-Effekte erzeugen. Der Ruinendrache ist Geschichte. Wir sollten uns zurückkehren und Arafalla aufwecken. Nun wird er sich aus der Höhle raustrauen. Das stimmt. Ein sehr großes Blatt, auf dem etwas in ordentlicher Weise notiert wurde. Ach, krass, die können auch ordentlich. Die Blätter sind gelb geworden. Die gepflückten Dämmerfrüchten waren frisch und schmackhaft. Die Äste sind grün geworden. Keine Früchte gefunden. Nach 40 Monaten begannen die Blätter zu wachsen. Außerhalb des Lagers habe ich Dämmerfrüchte gepflückt und sie nach Vanarana gebracht. Die Schwester sagte, dass die Früchte noch nicht reif wären. Okay. Beim anderen war das mit der mit Quellwasser. Quellwasser? Zack, 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 zack. Aber das war in der letzten Episode, glaube ich, war das mit dem Quellwasser. Muss ich ihn wieder wecken. Schnarch. Arafalla. Oh, das ist Paimon. Richtig, wir sind gekommen, um dir zu sagen, dass Yuki sich um das Riesenmonster dort draußen gekümmert hat. Nanu? Ich hätte nicht gedacht, dass Nara Yuki, der ja kleiner als das Riesenmonster ist, über eine so große Kraft verfügt. Richtig stark. Das war ganz schön heikel.
In diesem Fall können wir aufbrechen. Guter Nara, lass uns zusammen Früchte essen. Okay, machen wir. Ist das dann abgeschlossen? Weil er will ja dieses Kochding machen. Ah, hier sind noch ein paar weitere Früchte. So. Lass uns nun beginnen, die unvergleichlichen frischen Früchte zum Kochen zu verwenden. Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen diesen unvergleichlichen frischen Früchten und ganz normalen Früchten? Ich weiß, in den Augen der Nara sind alle Früchte gleich, aber in Wirklichkeit sind sie unterschiedlich. Nur starke Bäume können unvergleichliche frische Früchte hervorbringen. Und starke Bäume sind die ersten, die singen, wenn der Wind kommt. Die Kinder von starken Bäumen, also die unvergleichlichen frischen Früchte, sind eine wertvolle Gabe für uns. Ein Nara hatte gesagt, diese Früchte seien so köstlich, dass sie im Magen singen würden. Paimon kann es kaum abwarten zu sehen, welche Leckerei man mit diesen Früchten zubereiten kann. Arafala macht sich sogleich ans Kochen. Er zerteilt die Früchte in seiner Hand. Daraufhin gibt euch Arafala einige der Teile als Kostprobe. Zusammen probiert ihr die frische Früchte. Okay, Hauptsache die Titel gehen einfach weiter. Oh, okay. wirklich gut. Wir danken euch, starke Bäume. Moment, willst du das etwa als Kochen bezeichnen? Die unvergleichlichen frischen Früchten sind an sich schon die größte Delikatesse. Sie haben bereits von Natur aus einen perfekten Geschmack, ohne dass man sie in irgendeiner Weise zubereiten müsste. Wenn ihr sie probiert, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Sie sind lecker, aber sie sind nur wie Früchte. Sie sind eben Früchte. Ja, Paimon denkt schon. Habt ihr Nara nicht auch ein Gericht, bei dem Früchte kleingeschnitten, dann auf einen Teller gelegt und schließlich auf eine Holzplatte gestellt werden? Ach, so etwas gibt es? Moment, du redest von einem Früchteteller. Zählt ein Früchteteller als ein Gericht? Ich denke ja, je nachdem, keine Ahnung. Paimon findet es komisch, dass ein Früchteteller als ein Gericht gilt. Ach, das darfst du nicht so eng sehen. Nach schmackhaften Zutaten zu suchen ist an und für sich auch eine Form des Kochens. Auch auf der Suche nach Zutaten kann ich zu verschiedenen Orten im Wald reisen und dabei dem Wald näher kommen. Das ist die wahre Bedeutung der Kochausbildung. Ist das wirklich so? Ja, absolut. Ich habe die unvergleichlichen Früchte gesammelt und die größten Delikatesse zubereitet. Damit ist die Kochausbildung abgeschlossen. Nun kann ich stolz nach Vanarana zurückkehren. Wenn Nara, Yuki und Paimon nicht gekommen wäre, dann hätte ich mich dieses Riesenmonster sicher immer noch in der Höhle festgehalten und ich hätte das Uzawa-Fest verpasst. Gut, du solltest dich nun sputen und nach Vanarana zurückkehren. Absolut, absolut. Wenn ich das Uzawa-Fest verpasst hätte, dann hätte Schwester mich sicher ausgeschimpft. Was für eine furchtbare Vorstellung. Jetzt wurden jedenfalls alle vier Brüder zurückgebracht. Lass uns zu Arapachi gehen. Oh Gott, ja, das ist halt, das waren wieder viel Aranaras, davor hatten wir vier Folgen gebraucht, das ist so viel Arbeit einfach, diesen Story-Akt. Gut, man könnte uns auch heilen, wenn wir gerade um die Ecke sind. Ach, den wollte ich nicht. Tschüss. Nein, ich wollte die Blume sammeln. Heile uns. Ich glaube nicht, dass wir noch eins gefunden hatten. Ne, hatte ich letztens eingesetzt. Zack. Keinen Schatz. Das ist so eine Mission, die wir so nebenbei irgendwie mal gefunden hatten. Aber wir befinden uns ja im Traum, wie hier Paimon gerade bemerkt hatte. Achso, da unten stehen die. Die haben wir alle geholfen in den letzten 4-5 Folgen. Dumm den Dreh. Apache ist jetzt aber sehr wütend. Ach, mehr noch als sehr wütend. Es ist sehr gefährlich im Wald Maranara, treibt dort sein Unwesen. Als ihr loszogt, ermahnte Arapache euch noch extra, dass ihr ganz mit einem Herzen... Das, nochmal. Noch extra, dass ihr ganz mit einem Herz und einer Stimme agieren müsstet. Und gerade als ihr losgegangen wart, begannt ihr euch heftig zu streiten. Aratora, du hast sogar etwas Komisches gegessen. Arapache hat entschieden, für 10 Reifeperioden der Dämmerfrucht darf Aratora keine Pilze mehr sammeln gehen. Was für eine Bestrafung. Wie kann das nur sein? Oh. Genau, was sollen wir tun, wenn du böse Spuren zurückgebracht hast und hier Pilzmonster wachsen?
Bruder Arafala, du auch. Du hast dich so weit von Wanarana entfernt, um Früchte zu sammeln. Dort gibt es wirklich sehr böse Dinge. Araya hat davon gesprochen. Genau, Früchte brauchen Wasser. Aranara brauchen auch Wasser. Wasser ist also das Beste. Bruder Arapas, warum musstest du zu Varuna-Maschine gehen, um dort nach Wasser zu suchen? Weißt du etwa nicht, dass Nara Varuna gesagt hat, dass das Wasser in Vanarana das Beste ist? Jetzt seht ihr, dass nur der Geschmack des Glücks kann unsere kleine Schwester Glück bringen. Bruder Arasaka, ich habe gehört, dass du Narayuki wegen deines Geschmacks des Glücks einige Kopfschmerzen bereitet hast. Nein? Das war doch alles für die größte Delikatesse. Die größte Delikatesse zu erreichen ist doch das Ziel der Kochausbildung. Ach, wo liegt dann noch das Vergnügen, wenn man zu erreichen der Ausbildungsziel die Hilfe anderer benötigt? Arapachi findet, dass Bruder Arasaka einmal gründlich dein Gewissen erörtern sollte. Voll unzufrieden, ne? Arapachi, wir sind hier. Ah, da seid ihr ja. Narayuki und Paimon haben sich Arapachis Ärger angehört und mir dabei geholfen. Arapachi muss sich keine Sorgen mehr machen, dass die Brüder das Uzawa-Fest verpassen oder draußen in Gefahr sind. Vielen Dank. Arapachi und die Brüder bedanken sich alle herzlich. Das ist toll. Aber es gibt da noch eine Sache, wegen der Paimon immer neugierig ist. Wer ist Naravaruna? Er ist unser Freund und auch ein Freund von Vanarana. Vor langer, langer Zeit hatten die Aranara einen Freund, der so wie Narayuki golden glänzt. So ist das also, aber Paimon hat noch eine Frage. Über die Geschwister? Ja, wer ist der größte und wer der kleinste von Arapachis Brüdern? Was? Groß? Klein? In Bezug auf ihren Alter. Das Alter? Ach, Arapachi weiß doch, dass es sich mit dem Alter wie mit den Jahresringen eines Baums verhält. Die Kinder des Waldes scheren sich nicht um das Alter. Hä? Warum heißt es dann immer großer Bruder und kleine Schwester? Früher hatten wir einen Freund namens Naravaruna. Er hat uns gesagt, dass er eine Schwester hat. Als Arapachi und die Brüder ihn so über diese Schwester reden hörten, klang es gleichzeitig sehr glücklich und sehr traurig. Ach, ist das wirklich unser Bruder? Schon seit 20, 30 Folgen denke ich daran, weil die sagen immer goldener Nara und so weiter und da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang hängen. So haben wir es verstanden. Für den großen Bruder ist die kleine Schwester eine sehr wichtige Nara. Für die kleine Schwester ist der große Bruder eine sehr wichtige Nara. Das ist doch sehr gut. Deshalb hat sich Arapachi und ihren Brüdern dazu entschieden, jetzt auch große Brüder und kleine Schwester zu werden. Naravaruna sagte, das sei sehr gut so. Man muss seine Familie wertschätzen. Richtig, man muss die Familie wertschätzen. Ja. Da ist noch eine Sache, die sich Paimon gefragt hat. Muss Aranara etwas essen? Menschen kochen Zutaten zu essen und die Kinder des Waldes können auch Zutaten zu essen machen. Naravarun hat uns beigebracht, wie die Nara essen. Deshalb haben Arapachi und Brüder angefangen, eine Kochausbildung zu machen. Oh, wirklich seltsam. Das ist wie eine Familie. Arapachi und die Brüder nehmen das sehr ernst. Naravaruna hat gesagt, dass das Teilen von Essen mit anderen wahres Glück ist. Übrigens, Bruder Arapas sagt, dass Narayuki auch weiß, wie man kocht. Ja, Yuki ist auch sehr erfahren. So ist das also. Narayuki sollte auf jeden Fall zum Uzawa-Fest kommen und mit Arapachis dummen Brüder kochen. Lass sie erkennen, dass nur ein Nara versteht, was die Aranaras niemals verstehen können, nämlich wie die wahre Kochkunst und Speisen funktionieren. Ich zeige es dir, was ich kann. Arapachi kann es kaum erwarten. Dieses Uzawa-Fest wird sicher sehr gut, sehr aufregend werden. Klickling. Mann, war das aufwendig, für das alles hier zu machen. Und wir sind ja immer noch nicht beim Fest angelangt. So, das ist aber auch nicht so schlimm. Erstmal will ich diese Wolke demarkieren. Zack. Und ich schätze mal, weil das könnte wieder was Längeres sein, und da ist ja auch eine Mission schon, was wir länger haben, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zu den Elektrohypostasen, weil wir brauchen da noch ein Material von diesen Wesen. Oh dear, everyone's laundry is still on the line. Nur Elmar. May I be excused to fetch it in? So, heißt nicht to fetch in irgendwie einzufangen? Na, ich weiß nicht. Manchmal hat ja Englisch ja mehrere Bedeutungen, je nach Kontext. Hier hoch. Achso, da, in die Richtung müssen wir laufen.
Es fehlt nicht mehr viel für Kuchen, sie auf 90 zu holen. Es wäre so nice. Dann können wir vielleicht die Dungeon nochmal versuchen, wo wir so unsere Schwierigkeiten haben. Wenn Kuchen ein bisschen stärker ist, hat sie auch ein bisschen höhere Stats. Also, na, zwar nicht viel, weil viel wird mit Waffen gesteuert und mit den Artefakten, aber auch durch die Talente haben wir schon einen Game Changer erfahren. Aber da du nass bist. Ja, das Problem ist, du bist nass, aber du bist von Typ Elektro. Ich glaube nicht, dass wir so was Krasses rauskriegen könnten am Boni. Ah. Zack. Zack. Nee. Es ist zwar nass, aber es bringt so nichts. Na. Treffer? Yes. So, nächster Schritt. Schere, Stein, Papier wieder. Zack, die Explosion 13.000 Schaden. Yes. Ja, die machen einfach so wenig Schaden. Eigentlich müssten wir mehr Schaden machen. Nach so vielen Episoden. Aber naja, wie ich schon oft genug gesagt habe, Story kriegt man halt nur Erfahrungspunkte. Überwiegend. Ach, ich habe kein Schutzschild. Und durch Events kriegt man überwiegend Urgestein. Aber in beiden Fällen kriegt man sehr wenig an Materialien, die wir benötigen, die wir dann für das Aufleveln nutzen können, ohne gezieltes zu farmen. Zack. Ach, wir können auch das hier machen. Zack. Zack. Zack, zack. 400% extra Schaden. Tack, 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 tack. So, das tut uns aber nicht so weh. Ah, schade ist, das Schutzschild erst kurz danach zerstört worden. Zack. Zack. Und zack. Ja, Cage Arm müssen wir auch ein bisschen aufbauen, aber der hat eine höhere diese Aufladerate. Zack, 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 zack. Jetzt hast du die Ulti. Jetzt machst du dieses Wusch-Ding, dieses. Ah, nee, doch, diese Spirale? Nee, du machst noch eine Attacke. Ja, sag ich doch, aber die habe ich jetzt nicht erwartet. Zack. Zack. Alter, wie lange noch? Ernsthaft? Ah, ne, es hat ausgereicht. Habe ich nicht mitbekommen. Zack. Zack. Wir müssen unbedingt das Harz verbrauchen. Und zack. So. Ah, müssen wieder auffüllen. Ist aber nicht so schlimm. So, öffnen. Zack, zack. Bitte, bitte, bitte. Ich bin gerade dabei, zum Explodieren zu bringen. Ach, davon haben wir zwei vorhanden. Wir bräuchten viel mehr davon. Hä, davon haben wir drei. Eins könnte ich craften, dann hätten wir davon drei. Eins könnte ich craften, hätten wir Stufe 4. Davon bräuchte ich noch drei weitere, noch zwei weitere Male. Ach, aber zwischendurch müssen wir das machen. Okay, nicht schlimm. Gibt es eigentlich irgendwas, was ich bei Kuchen vielleicht bei den Artefakten doch nochmal machen sollte? Mit den Leveln? Leben, Aufladerate. Das ist halt nicht das. Also, das ist das richtige Set, aber nicht die richtigen Attribute und Level und Wertigkeit. Ja, hier, das hier. Das hatte ich gesucht. Ein bisschen haben wir ja was bekommen. 27%. Leider kein Doppelbonus, aber wir schaffen trotzdem das nächste Level zu erreichen. 29%. So. Irgendwas, was man so opfern kann? Ich glaube, ja. Glücksspieler. Ja. Was ist hiermit? Verbannter. Ja. Die kann man ja eh nochmal gezielt farmen. Also, die kriegen wir eh nebenbei durch die anderen Dungeons für Euler und Tannen, aber schon. Wenn ich das maxe und ich krieg davon diese 5-Sterne-Artefakt und auch mit Angriff-Attribut, dann würde ich das hier, was ich jetzt habe, da investieren. Da wäre es, glaube ich, Level 11 oder Level 13 auf Anhieb. Da würden wir uns auch einiges ersparen. Was ist hiermit? Gelehrter. Achso, EP-Limit. Ah. Zack. Der Ding. Da macht die ein bisschen mehr Schaden. Auch wenn es nicht ideal ist. Aber gut. Ich würde dann die Dungeon nochmal versuchen. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ich werde dann aber auch wieder Essen investieren müssen. So. Genau. Hier war natürlich halt wirklich Ember oder so nice. Aber Ember ist halt einfach zu schwach dafür. Wir müssen es halt so machen mit Schutzschild. Ja, anders bleibt uns nichts anderes übrig, leider. So. Okay. Achso, ja, genau. Essen habe ich ja gesagt, um das ein bisschen zu beschleunigen, es ein bisschen angenehmer zu haben. Aber
Ich will das ohne Essen in Zukunft schaffen. Wir müssen aber auch wirklich wieder kochen dringend. Ist alles gerade so ein bisschen. Naja. Wie sieht's mit Kay aus? Ulti weg. Euler komplett weg. Naja. Machen wir es vielleicht so. Zack, 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 zack. Wie viel Schaden einfach nur L macht. Also das Schutzschild. Ist auch gar nicht ohne. Ah. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich Hero Ulti setzen. So. Zack. Bisschen physischen, normale Attacken. Zack, 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 zack. Ich muss aus dem Nebel raus. Ja. Holy shit. Da kriege ich gerade richtig Schaden. Gutschen wäre halt besser. Ja. Ein bisschen mehr Schaden macht ich auf jeden Fall. Ah, yes. Bevor er sein Schutzschild aufgebaut hat. Zack, zack. Ich bin zack. Und die haben sofort das Schutzschild zerlegt. Das ist halt das Problem. Ja, Ulti. Zack, 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 zack. Oh, und die sind hochgesprungen in dem Augenblick. So, Wechsel. Oh, je. Komm, ich will den hier wenigstens weghauen. Na, komm schon. Ich will aber nicht in diesem Nebel bleiben. Alter, die halten mich fest. Das ist sehr suboptimal. Und die haben das Schutzschild schon zerlegt. Nice. Aber eigentlich müsste ich es so machen. Immer wieder mit Wechsel, so ein bisschen Elektrizität, damit ich auf die Superleiter-Sache komme. Ach, Noel. Nein, bitte nicht. Zack. Alter. Kriege ich den irgendwann down? Holy. Uff. Ich hatte gerade das Schutzschild ready. Darauf habe ich nicht gewartet. Ja, uff, Alter. Was ist denn los mit euch wieder? Das ist das, was ich meine. Eigentlich müssten wir das easy schaffen. Aber wir sind irgendwie noch nicht an diesem Niveau, weil uns noch die Artefakten fehlen die ganze Zeit. Noel oder Kuchin? Muss Kuchin machen, um mehr Schaden zu verteilen. So, wenn wir schon dabei sind. Noel finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich wichtig. Zack, zack, zack. Alter, krieg ich erstmal so eine osmanische Klatsche. Alter, ich muss halt aufpassen, wie ich kämpfe. Explodiere ich wenigstens. Ja. Ist das eine Wasser? Nee. Alter Schwede. Wieso ist das denn auf einmal so schwer hier? Ich habe es beim letzten Mal auch geschafft, auch mit einer Wiederbelebung, aber... Zack, 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 zack. Komm, okay, ja. Bisschen Wombo-Kombo. Achso, ja. Ich habe ja nur die beiden Charaktere gerade. Die schlimmste Kombination, was gerade sein könnte. Uff, Alter. Ich komme hier nicht raus. Ich muss halt auf die Eiszapfen aufpassen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und das meine ich, eigentlich ist das machbar. Nur wie kassieren, Alter. Wenn ich jetzt wenigstens neben ihn explodiere, so, geht sein Schutzschild nämlich runter. Dann mit Euler den physischen Schaden zu verursachen, solange es auf dem Boden ist. Aber ich mache halt keinen Schaden so, wie ihr sehen könnt. Das ist halt bei Euler und bei Kuchin beide das Problem. Wir kriegen nicht die Artefakten, die ich unbedingt haben möchte. Oder zumindest nicht das Set auf einem hohen Niveau. Jetzt rächt sich das halt so ein bisschen, dass ich vier Banners gepult habe hintereinander. Jetzt sind zwei oder drei Banner. Nein. Jetzt sind zwei, drei Banner habe ich nicht gepult, aber trotzdem. So. Zack. Ich muss halt echt aufpassen. Ich habe nämlich, glaube ich, noch Cooldown zum Heilen. Das ist wieder so eine Lost-Runde. Die kann ich zwar schaffen, aber es dauert schon wieder viel zu lange und alles. Ja, Alter, ich krieg schon Schaden, nur weil ich einfach da bin. Holy sheesh, ey. Das ist das halt, das muss besser werden, definitiv. So, aber dann noch dieser Abgrundmagier vor uns steht. Müsste ich es mit Kuchin ziemlich schnell kriegen. Ich will halt nicht jetzt noch Ember leveln, weil ich will eigentlich jemand anders noch leveln zwischendurch. Und wir haben noch einen anderen Charakter noch so zum Leveln. Und ist noch nicht mal von Typ Feuer. Nicht von Typ Feuer. Ja, hat er sein Schutzschild wieder aufgebaut oder wie bin ich denn da durchgekommen?
Ach, ich verdrücke mich immer. So. Na, komm schon, Alter. Das ist die Kombination. Das ist eher so ein Komplett-Team-Match. Ja, Alter, jedes Mal verzieht er sich. Uff. Ah, das ist es. Ohne Feuercharakter finde ich das so schwer, obwohl das eigentlich nicht so schwer ist. Die machen halt einfach nur zu wenig Schaden. Ja, komm, okay, ja, mach irgendetwas. Und hat schon wieder die Attacke gedodged. Ach, schrecklich. Ach. Gott, Alter. Wir haben am Anfang zu viele wichtige Charaktere verloren. Uff. Stärke der Figurenstufe ist ja okay. Stärke der, ja genau, Stärke Waffenstufe easy. Ne? Artefaktenstärke ist halt was krasses. Und deswegen auch die Kampftalente. Ach, Menno. Ich muss aber verlassen, weil wenn ich wiederbelebe, ist glaube ich nicht alles geheilt. Das ist nicht so viel, was uns fehlt. Uff. Was ist bei ihm? Talente. Ja, gut. Da fehlen... Achso, wobei, da haben wir ein paar. Ja, den will ich eigentlich aus dem Team haben. Ich will nicht unbedingt nochmal alles investieren, aber uns bleibt echt nichts anderes übrig. Und uns fehlen dann wieder die Wappen. Ah. Na komm, machen wir das hier. Uff, was will man machen, ne? Hier ist halt die Boss-Sachen. Ah, das Goldapfel-Archipel hat zu viele Episoden geschluckt, muss ich echt zugeben. Statue der Sieben. Kurz warten. Zack. Komm, machen wir noch eine Elektro-Hypostase. Das dauert ja nicht lange. Aber ich will echt Ember nicht leveln. Ne? Vor allem bei Ember müssen wir einiges machen. Wir müssen dann nochmal den Boss machen, weil sie hat fast keine Materialien, um überhaupt einen Stufenaufstieg zu machen. Da müssen wir alles von vorne sozusagen fast farmen. Dann die Waffe ist nicht so stark. Dann Talente habe ich. Ich weiß nicht, wie weit ich da überhaupt gelevelt habe. Und ich habe ja Xingyang, habe ich auf C6 zum Beispiel, aber Level 1. So, ich komme halt nicht zum Farmen. Deswegen will ich aber erstmal wenigstens mich auf 4 Charaktere beschränken. Dann Sangonomiya Kokomi will ich nebenbei auch farmen. Die ist auf 60, da fehlen aber halt die ganzen, die Perlen und so weiter. Und die Gespenster, die gibt es ja auch überwiegend nur an einer Stelle. Was halt wieder sehr super optimal fürs Farmen ist. Das ist nichts, was man so nebenbei so einfach farmen könnte. Und dann natürlich die Pflanzen und alles, die respawnen so alle 3-4 Real-Life-Tage und nicht jedes Mal, wenn ich mich einlogge oder so. Oder täglich. Was halt die Sache nochmal stark verlangsamt. Schere, Stein, Papier? Ja. Ach, ich dachte, du brauchst noch einen Hit. Zack, 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 zack. Okay, jetzt schießt du und fliegst dann rum. Nein, Schere, Stein, Papier, like. Beg for mercy. Dodge this. Zack, 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 zack. Shutter. Ja, da habe ich ein bisschen gut die Timings getroffen, dass auch mein Schild dabei explodiert ist. So. Komm, mit KR, beschleunigen wir die Sache ein bisschen. Zack, 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 zack. Wie viel Geld einfach nur ist. Zack, 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 zack. Ja, ich wollte das schon vorher einsetzen. Ja, die Spirale, dann schießt du bestimmt. Ja. Ah, ein Tick zu früh. Einen ganz kleinen Tick zu früh. Komm, Ulti und dann ist er in der Mitte. Zack. Ja. Nein. Das hat doch nicht ausgereicht. Ach, mein Schild ist zu früh. Ah, mein Fisch ist zu früh explodiert. Aber so, jetzt habe ich das und jetzt habe ich das. Ja doch, Ulti ist ready. Zack. Ja, komm schon. Ach, super optimal. Nein. So. Jetzt muss ich Harz wieder aufladen. Genau. Zack, zack. Zack, zack. Weil wir müssen auch in der Woche auch sehr viel Harz verbrauchen. So, 4 vorhanden. Na, 1 könnte ich machen.
Nee, das reicht einfach noch nicht. Müssen noch ein paar ganz mal mehr machen. Wieso ist es bei Kutschin denn so kompliziert? Wir hatten schon so oft die Elektrohypostase Filisa und so gefarmt. Aber Kutschin braucht einfach gefühlt voll viel und voll lange, bis wir sie hier auf Dings haben. Weil das hier fehlt uns. Lass mich mal gucken. Ich glaube, ein Ding fehlt uns noch, um das auszudingsen. Deswegen versuche ich halt in jeder Episode so am Ende vielleicht mal kurz ein bisschen zu farmen, damit wir dann möglichst bald das erreichen, was mein Ziel ist. So. Eins. Ja, nee, reicht ja nicht. Das ist immer das kleine Ding, was mir noch fehlt. Ich hatte ja bewusst die Weltstufe ja erhöht auf das Maximal, was geht. Damit wir vielleicht Chance haben, bessere Sachen zu kriegen. Weil jetzt fehlt uns noch ein einziges Ding hiervon, damit wir das auf. Damit wir davon noch eins kriegen. Damit ich dann das hier craften kann. Das hier. Ach, man kann ja nicht immer Glück haben. Aber ich habe echt das Gefühl, dass das irgendwie voll lange dauert bei Kuchin. Aber gut, wir werden dann wahrscheinlich eh in der nächsten Folge wieder. Ach, das ist das falsche Ding. In der nächsten Folge wieder genau das hier machen. Das können wir jetzt machen, weil wir mit Aranase auf einem gemeinsamen Abenteuer waren. Ich schätze, jetzt kann das Uzawa-Fest tatsächlich stattfinden, was wir eben gesehen hatten. Deswegen werde ich auch in der nächsten Episode mich darauf fokussieren, damit wir auch diesen Arc endlich fertig haben. Und naja, bis es soweit ist, empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr die Story nicht verpasst und so supportet ihr mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.